Mahlzeit, ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich das große Schlachtschiff South Carolina, Rang 3, bei den Amis von den Amerikanern, wie auch immer. In Dienst gestellt 1910. Ich habe 4 Zwillingstürme, A305 mm, ist die Hauptartillerie. Und als Sekundärbewaffnung habe ich 20x76,2 mm. Mit einer Reichweite von maximal 11,2 Kilometer und wir fahren maximal 18 Knoten, alles modifiziert natürlich, das ist hier schon, also Elite, auf Elite aufgestuft das Schiff. Und was soll ich dazu sagen? Es steht in der Beschreibung, dass es nicht sonderlich gut gepanzert ist und die Bewaffnung relativ schwach ist. Ja, die Bewaffnung ist jetzt nicht, sag mal, up to date mit anderen Schiffen, jetzt sagen wir mal aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, das ist richtig. Aber es ist ausreichend. Ich meine, es fällt auf, wenn man natürlich jetzt mit 2 Treffern zum Beispiel einen Zerstörer noch nicht rausgenommen hat. Gut, dann fällt das auf. Aber dann kommt es immer darauf an, wo man reingetroffen hat und ob der sofort sein Feuer gelöscht hat oder was auch immer gleich repariert. Gibt halt viele Faktoren, die da ausschlaggebend sind. Gegen andere Schlachtschiffe, wie zum Beispiel Wyoming oder so, bin ich eher schlecht dran. Also da würde ich wahrscheinlich eher eingehen, wenn man sich jetzt die ganze Zeit, sag mal, mit Breitseite beschießen würde. Ansonsten gegen andere Kreuzer bin ich eigentlich ganz gut gesichert. Also ich kann mich gut verteidigen und da gibt es eigentlich keine Probleme. So, hier hinten ist nur noch er hier. Wir haben auch eine Hermelin hier, das habe ich vorhin schon gesehen, also die ist bei uns. Eigentlich wäre es blöd für mich, hier durch die Insel zu klettern. Ich werde doch mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Wir sollen erstmal irgendwas aufdecken, da ich muss sehen, oder ich muss abschätzen können, wo ich mich am besten dann hinbegebe. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Gut, haben wir den ersten. South Carolina, der zweite. Das ist der dritte. Die Shikuma kommt relativ nah. Aber ich gehe davon aus, sie ist sowieso hinter dem Berg. Da sehe ich den ersten. Und der ist jetzt auch dran. Nein, er ist nicht dran. Ich brauche keine Salve feuern, das ist unsinnig. Aber ich gehe mit voller Fahrt jetzt ran. Taucht er auch dort? Ich denke, jetzt kommt er auch. Salve kann man aus dem Winkel schießen. Ich habe auch Treffer erlangt, aber man sieht, der Schaden ist nicht sonderlich hoch. Ein Treffer einmal am Brand gesetzt. Aber wenn alles gut läuft, ist er derjenige, der mit als erstes rausfliegt hier, weil er sich eigentlich in eine blöde Position begeben hat. Das war jetzt die komplette Salve. Mit keinem Treffer. Mit keinem Treffer. Ja, sowas ist scheiße. Was sieht denn um mich herum aus? Okay, da ist noch Zerstörer relativ nah. Man sieht auch, ich habe einen recht hohen Wendekreis. Und das dauert auch dementsprechend natürlich, bis ich mal diesen Kreis abgeschlossen habe, also das Wenden. Das 0,7. Dreht auch ab. Der Zerstörer dreht aber auch ab, also alles im grünen Bereich meiner Meinung nach. Mal gucken, ob ich noch irgendwie hinterherkomme. Ich denke, das wird daneben gehen. Ein Trefferchen, dachte ich mir gerade noch, und er kommt. Ich denke, ich werde dort rüberfahren. Den anderen Kollegen unterstützen. Ich meine, wir sind 2 Schlachtschiffe. Jetzt komme ich nicht mehr ran, der dreht ab. 2 Schlachtschiffe und ein Kreuzer. Der Kreuzer ist natürlich schon um die Hälfte beschädigt.
nicht bemerkbar. Jetzt habe ich natürlich das Problem, meine Geschütze müssen sich erst drehen und das wird natürlich lange dauern. Aber eine Salve raus jetzt hier würde... Also wenn ich jetzt einen Crit mache, wäre das super. Ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Aber wir schauen mal. Ich habe keinen Treffer erlangt. Ich kriege hier ein paar popelige Treffer ab. Alles okay. Ich will natürlich auch an diesem Schiff bleiben. Alle schießen sich jetzt auf dieses Schiff da ein. Die St. Louis. Würde ich natürlich auch, aber wer will sich denn hier schon von der South Carolina wegballern lassen? Ich muss gucken, weil hier noch irgendwo... ist wieder einer. Ich guck mal, ich werde ein bisschen langsamer. Das ist besser für mich, denke ich mal. Also ich kann mich natürlich besser treffen, aber scheiß auf die paar, Kinderhits hier. Er ist auch sehr nah. Deswegen will ich auch mit voller Breitseite schießen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So ungefähr hier so. Das war ordentlich, das war ordentlich. Ich werde rückwärts fahren, denn ich hoffe, dass er sich jetzt nicht so schnell lösen kann da. Er wird weiter schießen, das ist gar kein Problem. Gib mir einmal noch ein bisschen Leben wieder rauf. Und ich hoffe, die nächste Salve sitzt und fetzt ihn komplett auseinander. Ich werde auf eine andere Seite beschossen, das weiß ich. Aber es geht ja auch, ich will ja meinen Kill machen hier. So, Aswein. Er wird hoffentlich abbrennen. Beurteilen kann ich das jetzt nicht, aber er fährt schon wieder. Ich gehe davon aus, dass jemand anders mir den wegnehmen wird. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber dann ist das halt so. Das ist mein Kill Assist sozusagen. Yo, ich brenne. Eigentlich nicht das Cleverste, aber... Scheiße. Wenn ich sowas hier mache, dann will ich eigentlich nur zeigen, wie die Feuerkraft des Schiffes ist und so. Weil jeder kann die Schiffe selber spielen und kann dementsprechend... hier seine Kills und dergleichen ausführen. Yo. Gut, das ist jetzt blöd. Das ist auf jeden Fall schon blöd, aber ich werde mich ja weiter bewegen hier. Ich würde gerne noch einen rausnehmen, das würde irgendwie hilfreich sein. So, rein statistiktechnisch. Da muss was treffen. Ja, er will mir die ganze Zeit hier auf die Klöten gehen jetzt. Nett natürlich. Ich könnte mich auf ihn konzentrieren, aber ich würde ihn nicht außer Gefecht setzen. Ich fahre hier auf eine Insel zu. Das ist mir aufgefallen. Er ist noch am Nachladen und er dreht. Das war ein heftiger Treffer. Da ich eh noch eine zweite Runde fahre, ist das erstmal unrelevant jetzt. Obwohl er mir ziemlich auf die Nüsse geht. Er wohl denkt, er kommt davon. Ich will mal zeigen, dass ich ihn bemerkt habe. So, jetzt kannst du dich mal mit dem Brand erfreuen, ne? Alles klar, Süßer. So, gleich einmal noch auffrischen. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Oh Gott, was soll ich hier machen? Das senkt mich immerhin einen Kill. Gegnerischer Kreuzer gesunken! Ja, wir müssen nicht gegen diese Insel schmoddern, sonst ist blöd. Ich werde auch einiges abkriegen jetzt. Ich hoffe, meine Geschütze drehen sich schnell genug. Oh, was war das für ein komisches... Was war das denn jetzt? Ich muss jetzt auch langsam mal feuern. Ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit. Egal. Ich werde hinter ihn fahren.
Die Zone ist hier sozusagen erstmal klar. Mein Vorteil ist jetzt, ich habe eine kleine Verschnaufpause. Er geht mir hoffentlich nicht auf die Zwiebel, aber er wird natürlich mit Sicherheit seine Geschütze auch drehen in meine Richtung. Mein Vorteil hier ist, ich kann eine Breitseite schießen und er eben gerade nicht. Und vielleicht überlebe ich die Geschichte sogar noch. Und ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Denn er soll nicht so weit von mir entfernt sein, um die Trefferfähigkeit zu erhöhen. Das ist natürlich besser für mich. Wir haben schon gewonnen, verdammt. Oder verloren. Weiß ich nicht. Wow! Buh! Okay, noch eine Runde, ganz klar, ne? So, jetzt sind wir hier auf der Salomonenkarte. Salomon, würde ich sagen. Im Englischen heißt es, würde es wahrscheinlich so heißen. Also Salomonenkarte, das war, glaube ich, auch die erste Karte, die ich je gesehen habe in dem Spiel. Ich habe noch zwei Signale eingebaut, weil ich die noch übrig hatte. Ich habe mich gewundert, wieso habe ich die noch nicht eingebaut? Und, also erhöht die, 20% die TP, die ich bei Reparatur hier erhalte. Also wenn ich auf T drücke. Und der Brand wird schneller gelöscht. Das ist natürlich auch hilfreich. Ganz klar, ganz klar. Ich bin ganz außen und ich fahre mal ein bisschen langsamer, denn ich bin mir nicht sicher, ob hier noch einer zu A rüberzieht. Wäre natürlich gut, wenn es einer der Zerstörer machen würde, aber ich glaube, die schießen sich voll auf B ein. Das wäre natürlich blöd für mich dann. Und zum Spotten bin ich eigentlich überhaupt nicht geeignet. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ey, das ist nicht meine Aufgabe, ich weiß nicht. Ich fahre mal einen leichten Schlenker dahin. Ich kann ja immer noch bei B reinfahren. Ich schreib's mal eben. Einer hat sich wohl doch dazu entschlossen, rüber zu fahren. Das ist gut. Das ist. War klar, dass natürlich ein Zerstörer da als erstes auftaucht. Ich behalte die Geschwindigkeit jetzt bei, weil ich unter Umständen ihn ja zu Hilfe kommen müsste. Das heißt, ich fahre mal eine Salve raus und hoffe, dass er in der Zeit dann schnell verschwinden könnte. Was haben wir denn hier sonst noch so? Nicht zu weit drehen, sonst schließe ich nicht auf mit ihm. Was man auch nicht versuchen braucht, ist auf weiter Entfernung auf den Zerstörer zu schießen. Auch wenn man denkt, man hält weit genug vor, man hat einfach nicht genug Munition, nicht genug Geschosse. Und ich finde, man sollte die auf jeden Fall nicht verschwenden. Einen Zerstörer haben wir rausgenommen. Wir können davon ausgehen, dass irgendwo dort in der Nähe die Flugzeugträger sind. Oh, das sind echt viele Flugzeuge hier. Das Problem ist, ich bin so langsam, ich will eigentlich hier nicht durch. Gleichzeitig will ich dem Kollegen aber auch irgendwie helfen. So ein bisschen drüber. Ich muss ihm auf jeden Fall helfen. Das ist klar. Er hat gespottet. Ich weiß nicht, ob er für mich gespottet hat. Aber es würde schlecht für ihn aussehen. Auf jeden Fall schlecht. Oh ja, es sieht schlecht für ihn aus. Jetzt bin ich auch noch in der blöden Lage, dass ich nichts großartig sehe. Ich muss irgendwie versuchen zu drehen. Vielleicht kann ich einem noch ausweichen. Oh, fast, fast, fast. Kritischer Maschinenschaden. Ja, hab ich mitbekommen. Okay, da kann ich durchfahren. Oh, 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 ich drehe mich in die falsche Richtung. Ich denke, ich könnte es noch. Problem gelöst. Der Typ geht mir auf die Klöten. Wo ist denn der Spaß?
jetzt ordentlich was in die Fresse. Gib mir dermaßen auf die Zwiebel. Leben auffrischen, ist klar. Aufpassen, da ist noch einer im Nebel. Ich darf meine Geschwindigkeit aber auch nicht reduzieren. Jetzt fährt er blöd. Jetzt fährt er richtig blöd. Ich versuche so zu treffen. Ich meine, ich lade relativ schnell nach, das muss man auch sagen. Guck mal, habe ich aber gar nichts. Keine gute Sache hier. Der Brand ist gelöscht. Ich brauche auch Feuerunterstützung. Ich meine, die können sich jetzt an mir hier eine goldene Nase verdienen. Das ist natürlich blöd. Hat man gar keinen Bock drauf, aber ich muss auch weg hier. Das bringt gar nichts. Hängt der da fest? Der hängt da fest. Nur ein einziger verkackter Zieltreffer, das ist gar nichts. Das war auch ziemlich blöd. Ich dachte, mir hilfst du dem einen, aber er ist abgehauen. Ich komme nicht so schnell weg. Dachte, ich krieg hier vielleicht noch ein bisschen was zerschossen. Auch eine Fehleinschätzung. Jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie mit dem Leben davon komme, was ich wahrscheinlich nicht werde. Und von allem zu weit entfernt, außer von dem Vogel da. Und wir haben schon gewonnen. Das ist echt schräg. Das ist echt schräg. Ich war gerade damit beschäftigt. Ich dachte jetzt, fuck, ich wurde versenkt. Für eine Sekunde dachte ich, ich wurde versenkt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ja, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe nur 4 Treffer gemacht, das ist auch echt schräg. Aber haben wir überhaupt einen verloren? Ich glaube, einen haben wir verloren. Wir haben gar keinen verloren. Wir haben gar keinen verloren. Ich war echt irgendwie zufälligerweise in der Gegend, wo da sich hier die Gang aufgehalten hat und mir in die Fresse treten wollte. Aber die haben es nicht geschafft. Ist ja schräg. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe gar nicht auf die Punkte geachtet. Ja, trotz allem. Ja gut, jetzt konnte ich nicht allzu viel zeigen, aber was kann man dazu sagen? Ja, nicht allzu fetzige Panzerung. Die Nachladezeit ist relativ in Ordnung. Besser jedenfalls als bei der Miyogi. Die Geschütze drehen schneller als bei der Miyogi, wenn ich jetzt vergleichen müsste im ähnlichen Rangbereich. Und es ist auf jeden Fall besser als die Miyogi, abgesehen von der Panzerung. Hat auch eine bessere Bewaffnung, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt konnte ich nicht allzu viel zeigen, aber probiert das Schiff doch einfach mal aus. Ist auf jeden Fall eigentlich unterhaltsam. Ich habe auch schon 5 Schiffe weggeschossen damit. Wenn es da irgendwelche Zweifel gibt, ich habe noch von einigen Sachen Screenshots, die knall ich dann rein mit in der Beschreibung und so, dann könnt ihr euch das dann mal angucken und so. So, dass ihr seht, der erzählt keine Scheiße, der Vogel. Ne? Ja, das war's so erstmal von hier. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, wäre nett. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein, viel Spaß beim Zocken. Tschö, tschö.